Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge war ich vielleicht ein bisschen salzig, wegen diesem Kollegen, der mir auch jetzt wahrscheinlich nochmal eine auf die Mütze geben wird. Aber ich gucke hier nochmal schnell rein. Ich sag nochmal kurz Hallo. Autsch. Nein, ah. Da habe ich auf Saufen gedrückt. Da habe ich auf Saufen gedrückt. Mist. Ja, für alle auf YouTube, die die letzte Runde gesehen haben, in der ich so salzig geworden bin. Ich hatte Hunger. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe gerade gut gegessen. Und jetzt bin ich etwas entspannter. Ah, da kommen zwei. Ah, und wieder der zweite. Ich habe gesehen, dass er angreift. Hab's aber gekonnt ignoriert. Ah, kein gutes Timing. Scheiße. Oh oh, keine Ausdauer, okay. Ah. Ah, ich dachte, ich kann kurz saufen. Aber er hat mich nicht gelassen. Mist. Dann warten wir 10 Tode ab, ob ich dann immer noch entspannter bin.
Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob ich 10 Tode überhaupt jetzt mache oder ob ich noch nach dem letzten, nach dem anderen Boss suche. Ihr habt ja schon so ein paar Hinweise gegeben, wo er zu finden ist. Dieser Move. Mist. Alternativ einfach bezwingen. Einfach. Ah. Leute, nichts ist hier einfach. Was habe ich überhaupt für Ringe drin? Kann ich hier ein bisschen was besser machen? Just do it. Ja. Nee. Sklavenritter Gael. Wieso hat er mich ins Gemälde geschickt? Ah, das sind auch echt so Sachen, ne? Da bin ich wirklich mal gespannt auf die Lore, die teilweise hier mich noch erwartet. Im Auftrag der Künstlerin unterwegs, die bei Friede in der Kirche sitzt. Ich hätte sie doch. Ich hätte sie doch. Ich hätte sie doch. Ah, shit. Alter. Dämlicher Umhang. Oh, come on.
Die ist nicht böse und er eigentlich auch nicht. Der gute Gail hat die letzten Jahrzehnte einfach ein paar Seelen zu viel gefuttert. Okay. Ja, Phase 2 ist noch schwierig aktuell. Ich frage mich immer noch, ob ich ihn irgendwie ein bisschen, ob ich ihm irgendwie ein bisschen mehr wehtun kann, wenn er so gestaggert ist. Ach komm. Dieser Move. Ja genau, das habe ich mitgekriegt, dass er die Seele für irgendein Gemälde haben will, aber ich dachte, er redet von der, die hier oben, die Tode hier. Oder ist das die Gemäldefrau? Nee, die ist ja viel größer. Die andere war ja so ein bisschen kleiner. Was geht eigentlich hier? Hier bin ich noch gar nicht lang gelaufen. Nix. Na gut. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Nee. Billionaire, genau. Die Ringed City vor dem Verfall bewahrt hat. Ups. Bis ein Irrer ihr Ei berührt hat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hey. Diese, wenn er so wütend wird, da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich ausweichen soll. Und es ist auch mega nervig, dass er nicht nur wütend ausrastet, sondern plötzlich auch wieder, also dass er unterschiedlich weit springen kann. Man kann so weit weg sein gefühlt, wie man will. Ich sollte vielleicht mal da runterrennen und gucken, wie weit er dann wirklich hüpft, wenn er so wütend ist.
Er ist ziemlich genervt gerade von mir. Er ist ziemlich genervt von mir. So, diese schnelle Schlagabfolge, die ist oh, zäh. Zäh, wenn er die macht. Ach ja. Ja, einen Versuch gönnen wir mal noch, aber ich will mir mal angucken, was das DLC noch an Boss hat. Ich vermute, das hier ist eigentlich so eher so der Endboss. Den anderen habe ich so ein bisschen verpasst. Alter. Ganz so weit hüpfen kann er dann doch nicht. Ach, ich stehe natürlich in seinem Scheiß, der zurückkommt. Alter, was zum Teufel? Verdammte Axt. Ah. Boah, okay. Phase 3 ist auch so ein Ding, aber es geht eigentlich, es geht. Es geht. Die Armbrusterei, die ist ein bisschen ärgerlich. Der Mantel, der mich dann ab und zu trifft, ist ein bisschen ärgerlich. Ganz so viel AOE ist es ja zum Glück doch nicht. Es wirkt nur am Anfang einfach brutal heftig.
Ach komm, die dämliche Fickarmbrust, ey. So dumm. Oh, Mann. Es ist soweit. Wann habe ich noch gesagt, ich bin entspannter, weil ich gegessen habe. Jetzt spucke ich schon meinen Bildschirm an, weil ich die Armbrust nachmache. Ah, diese Rumzappelei. Ach, scheiße. Okay. Lucky. Zappler, Zappler. Du bist schwer, weil du ein Zappler bist. So, Leute, wir gucken uns jetzt was anderes an. Ich guck mir jetzt was anderes an. Ich gehe mal auf die Suche nach was anderem hier. Nach einem anderen Boss oder keine Ahnung. Ich schaue mich mal ein bisschen um. War das dort? Oder bin ich jetzt falsch? Weiß ich gar nicht. Bin ich hier richtig? Nein, hier bin ich falsch. Doch, nein, hier bin ich richtig. Stopp. Okay, da unten gibt es nur eine Tür. Und zwar in der Ecke. Aha, guck mal. Altertümliches, schlichtes Gewand, violette Armwickel. Okay. Oh, hoppla. Da hat mich das Spiel einfach reingezogen in die Nummer hier. Hey, hi. Die habe ich vorhin schon eine auf die Mütze gegeben. Wollen wir nochmal eine neue Runde? Ich bin hier! Pff.
Friede sei mit dir? Bitte was? Friede sei mit dir. Oh Gott, der heißt so. Echt? Oh mein Gott. Lol. Ah. Und das hier? Nee, andere Seite. Immer die Leute, die die Bossnamen nicht lesen. Ja, Entschuldigung. Aber, weißt du was? Ich glaube, hier habe ich genug Zeit hierfür. Das kommt nicht gut in Bewerbungsgesprächen. Ah, das ist jetzt natürlich doof, ne? Schwarzfraß Media. Hilfe, ich sehe nichts. Ich kann auch hier nichts anderes anvisieren. Okay, da kommt ein Ansturm nach vorne, der mich auch instant umhaut. Ach so. Ja klar, deine Flammen gehen auch überall hin, ne? Klar. Ach ja, okay. Ich habe schon die dicksten Schwerter am Start, aber die, ja, okay. Okay. Ach ja, die Flammen wieder, die, oh mein Gott. Wenn es was gibt, was ich noch weniger ausstehen kann, als Magie, AOE Magiezappler, dann sind es riesige Bosse, die man nicht erreichen kann mit seinen Waffen. Mit so einer Stimmung braucht man eigentlich keinen Boss versuchen. Was für eine Stimmung, weil ich so schlecht drauf bin gerade. Das eine ist ein AOE-Magiezappler und das andere ist ein riesiges Monster, ey. Oh. Das einem die Sicht versperrt, wo man nicht sehen kann, wo man hingeht, wo man ihn treffen kann. Der Anvisierpunkt ist einfach an der komplett falschen Stelle. Man kann die Beine nicht anvisieren und nix. Oh je, oh je, oh je. Leute, 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 was ist das hier? Es sind exakt zwei Bosse übrig und
in Dark Souls 3, die ich noch nicht geschafft habe. Und das sind exakt die Mechaniken, die ich am meisten verabscheue in diesen Spielen. Alles zusammen. Nee, ich kann nichts anvisieren. Ich kann nur mitten auf seinen Schädel. So, und dann hat man das hier. Ja, perfekt. Oh, geil, ey. Wuhu, Spaß. Ich sehe nichts und weiß nicht, wo ich ihn treffen kann. Geil. Ah, und jetzt trifft natürlich das Feuer, das er sonst wohin speien kann. Ach. Ah. Scheiße, ey. Warum kann es kein cooler Kampf sein? Warum muss ich zwei solche Kämpfe kämpfen am Ende von Dark Souls 3? Warum muss es sowas sein? Oh Gott. Zwei coole Kämpfe, ja, von außen vielleicht. Das eine ist ein Magie-AOE-Zappler mit Brutzelpotenzial und der andere ist Anvisier-Hölle mit Kameraproblemen. Ups. Flask noch voll aufwerten. Ja, stimmt. Bei Galahad war die Magie nicht ganz so schlimm. Trotzdem ist es. Mäh. Mäh. Kann ich noch aufwerten? Na, ich werde jetzt nicht. Leute. Nee. Ich werde jetzt nicht Sachen suchen, um die Flask aufzuwerten. Hatte ich irgendwas? Nee, ne? Hatte eh nix. Ja, hier haben wir übrigens nicht nur die Kameraschwierigkeit und das hässliche Anvisieren von Dark Souls 3, sondern auch noch AOE. Was soll ich hier auswendig lernen? Ich sehe ihn ja nicht mal, weil er zu groß ist. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, was er tut. Ach so, ja, jetzt keine Ahnung, was ich kann. Ich weiß es auch nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nix.
Ah ja, weglaufen kann man ja auch nicht, weil das Feuer sich schneller ausbreitet als meine Laufgeschwindigkeit. Wunderbar. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was er tut. Keine Ahnung. Kein cooler Bosskampf, ne? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay. Da habe ich bisher ganz selten mal drauf geachtet. Auf die Töne, die kommen vom Gegner. Bei irgendeinem Boss habe ich es tatsächlich getan. Ich weiß nicht mehr bei welchem. Ansonsten ist es mir bisher noch nicht großartig aufgefallen. Habe ich es noch nicht gebraucht, wie auch immer. Nur bei einem. Ich weiß nur nicht mehr welcher. Ich weiß nicht mehr, welcher Boss das war, bei dem ich tatsächlich auf seine Geräusche geachtet habe. Ja, das kriege ich schon mit. Trotzdem. Ja, sowas finde ich halt echt. Ich finde, das sind keine coolen Kämpfe. Ganz einfach. Das ist. Mir macht diese Art von Kämpfen einfach überhaupt gar keinen Spaß, ne? Ich finde das dumm. Die dreimal dran vorbeilaufen, an den Beinen irgendwas hauen und nichts treffen. Ach, Fluch. Ach so. Scheiße. Wow. Okay, geil. Nice. Ich sehe einfach gar nichts, ne? Und das Feuer trifft trotzdem. Ich bin schon so weit weggelaufen. Ah. Klasse. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was passiert. Ich sehe nichts. Wow. Ja gut, okay. Ich sollte nicht in das Gebrutzel reinlaufen. Und dann gerät die Kamera aus dem Fokus. Einfach so random.
wird dann der Fokus deaktiviert, den ich mir... Warum? Warum Dark Souls? Warum? Was soll das? Du darfst ruhig die ganze Zeit draufbleiben, auch wenn der Gegner sonst was tut. Jetzt schon wieder. Warum? Wieder aus dem Fokus raus. Warum? Ich stand neben dem Gegner. Und sein Kopf war vor mir. Ich habe auf seinen Kopf draufgehauen. Ich stand neben ihm, sein Kopf war in meinem Bildschirm zu sehen. Und der Kamerafokus ging weg. Einfach so. Ja, und dann diese ganz, also das ist, Kamera in den Souls-Spielen ist nicht geil. In keinem einzigen. Der Fokus auf den Gegner ist Müll. In allen. In Elden Ring ein bisschen besser, aber trotzdem nix. Nicht ordentlich. Guck mal, hier kann er doch... Warum ist hier jetzt der Fokus weggegangen? Er konnte nach links oben mit dem Fokus mit. Dann rechts an mir vorbei. Da, Fokus ist noch dran. Fokus ist noch dran. Um mich rum und weg. In alle Richtungen geht die Kamera hinterher, wenn der Fokus. Die ganze Zeit, aber... Zwischendurch ist es auch mal weg. Ich finde, das ist Mist. Aber gut. Genug beschwert. Wir wissen, bei großen Gegnern ist die Kamera ein Problem. Oh Gott. Wie lange wird das wohl dauern, ha? Huh? Wie viel werde ich mich beschweren müssen und aufregen müssen über jeden Shit? Kann ich das Schwert mitnehmen? Ist das ein Drachentöterschwert? Nee, schade. Keine Ahnung, warum ich da nicht im Fokus bleiben darf, dass ich in die richtige Richtung hinterherlaufe. Ich lauf doch schon weg, Mann! Ich lauf doch schon weg! Du brauchst doch dann nicht noch im letzten Millimeter mich treffen, oder? Das... Oh. Ich sehe gar nichts. Ich lauf doch weg. Ich habe gesehen, dass du auf die Hinterbeine gehst und ich lauf weg, aber es hilft halt nichts. Bullshit akzeptieren, dann Bullshit analysieren und dann Bullshit bezwingen.
Ja. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ey, das ist. Ach, scheiße, Mann. Ich komme auch gerade nicht aus diesem mich beschweren raus und das ärgert mich selber dann noch mehr. Das. Ah. Ich sag jetzt einfach gar nichts mehr. Ich halte jetzt einfach durchgehend die Klappe. Ich sag gar nichts mehr, bis einer von beiden liegt und dann gehen wir zum anderen und besiegen den anderen. Ich bin jetzt still. Ihr müsst jetzt rohes Gameplay angucken, ohne Audiokommentar. Beim Reinfallen. Falls sich jemand auf YouTube wundert, was gerade passiert ist, ich weiß gar nicht, ob es im Onscreen-Chat angezeigt wird. Twitch hat sie eine Jonglage aktiviert. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Genauso wie das auch im Chat aktiviert wurde. Hätte vorher kommen sollen. Ah, okay. Sorry. Ja, manchmal bin ich halt, ich bin dann auch aufs Spiel fokussiert, dann kann ich nicht sofort. Guck ja nur ab und zu mal rüber. Ich bin mir sicher, der ein oder andere auf YouTube wundert sich, was das soll mit dieser Kackbratze. Weil ich glaube nicht, dass das im Chat drin steht, dass das passiert. Nee, 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 nee. Da brauche ich gar nicht weglaufen, wenn ich schon so spät dran bin. Man sieht einfach gar nichts. Man sieht einfach gar nichts. Auf YouTube hast du dich mal gewundert, ja. Glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort. Ich hatte auch überlegt, ob ich das für die Dark Souls Sachen rausnehme, aber ist irgendwie witzig. Aber ohne Scheiß, ne? Ich kämpfe lieber gegen den Magiezappler als gegen diesen Riesendrachen. Ah, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ah, ich weiß noch nicht mal, was ich machen soll, jetzt ehrlich gesagt. Das andere Schwert hat auch nicht mehr Schaden gemacht, ne? Die Doppelschwerter. Da bin ich nicht mal an ihn rangekommen, um Schaden zu machen. Jetzt bleibt die Kamera dran an ihm. Jetzt bleibt die Kamera dran.
Okay. Keine Ahnung, wo ich... was ich da dann tun soll. Das ist wieder so ein Ding, da müsste man gleichzeitig rennen. Da müsste man eigentlich gleichzeitig rennen und sehen, wohin er schaut. Und das kann ich mit meinem Controller nicht machen. Oh, es ist so nervig, in diesem Gegner drin zu sein mit der Kamera. Das ist... Ach so, stimmt. Ich hab ja gesagt, ich halte die Klappe. Ihr müsst jetzt... Ja, stimmt. Ich bin ja jetzt ruhig. Okay, also bis später. Bis er dann besiegt ist. Bis dahin. Haut rein, Leute. Bis dahin seht ihr mich. Hört ihr mich jetzt nicht mehr.
Du bist so eine Kackbratze! Was kannst du eigentlich? Ja, Paul, ey, es ist halt einfach das Schlimmste, was es in Dark Souls gibt. Für mich persönlich sind große Gegner und Zappel-AOE-Gegner. Und die letzten beiden Bosse in Dark Souls 3 sind alles davon. Alles, was ich hasse, sind die letzten drei Bosse in Dark Souls 3. Alles, was ich an Gegnern, Endbossen verabscheue. Ja, der Try war nicht schlecht, das stimmt. Ach, diesmal musst du dich nicht erholen. Ansonsten dauert es immer ewig, bis du vom Lasern wieder was machst. Und dieses Mal, wenn ich nahe bin und viel Schaden machen könnte, dann kannst du dich sofort bewegen? Hä? Was ist das denn? Voll unfair. Diesmal habe ich... Ach, egal. Egal. Ach komm, zweimal hintereinander den, echt? Echt jetzt? Oh, scheiße.
Nein! Nein! Oh, ich wusste, ich muss ausweichen. Ich bin ausgewichen, aber AOE, Brutzel, Magie, Schattenblödsinn trifft mich natürlich irgendwann, weil es sind ja, ist ja nicht nur zwei oder drei, in denen man ausweichen muss, sondern es sind 20 Kugeln. Ja, YouTube, was soll ich machen, ey? Und auch ihr Leute auf Twitch. Es sind meine absoluten Hassgegner. Den anderen, den kriege ich, glaube ich, auch hin. Ich kriege auch den Drachen hin. Aber ich hasse diese Mechaniken. Bei keinem einzigen Bossfight war das irgendwie cool, dass der Boss groß ist. Oder dass er AOE-Blödsinn machen kann. Gefällt mir einfach nicht. Tut mir leid, dass ich mich da so viel drüber beschwere, aber das ist das, was ich vor mir sehe und ich erzähle halt über das, was ich sehe. So ist das bei Live-Commentary oder Live-Streams und da müssen wir alle durch. Oder ihr könnt einfach abschalten. Ihr könnt auch einfach abschalten, aber ich muss da durch. YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.